Hier ist auch nichts. Hier gibt es ja überhaupt nichts. Na gut, müssen wir hinnehmen. Wieder raus. 5. Schon mal ein bisschen Gas geben. Rüber. Wirst du schon angezeigt. Warport. Das muss das Ding sein. Da drüben, okay. 600 Lichtsekunden. Trickmodus. Und scannen, scannen, scannen. Ja, hier war nichts. Und Gas geben. Floppdiwopp. Das war ein Mühe zu lang, aber wir wollen das Beste hoffen. Wir kreuzen die Finger und drücken die Daumen. Flop. Hi. Wo bist du denn, liebe Station? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da drüben. Ja, die Nachtsicht ist schon verdammt hilfreich. Warum fallen wir noch? Ist ja kurios. Reiter wechseln. Nein, nein, stopp. Modus wechseln. Ah. Landeerlaubnis verweigert. Das sage ich, das ist die Station. Es geht einfach nicht. Ich kann hier nicht landen, warum auch immer. Das ist so unfair. Ich sollte euch in die Luft sprengen. Ihr miesen Hunde. Gut, dann machen wir ganz kurz Pause. Hier, und ich check mal eben, wo wir stattdessen hinfliegen. Hier wäre noch so ein Schuhkarton. Hightech-Raffinerie. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass das Raffinerien sind? Hier war es Raffinerie Extraction und hier Hightech-Raffinerie. Aber Watsondock kommt mir so komisch bekannt vor. Ich will da nicht hin. Ich will auch zu keiner Siedlung. Ich will eine richtige Station haben. Hier ist doch einer. Genau. Squishy. Squishy Gateway. Oh, lecker Squishy. LTT 1598. Wie weit? Ach komm. Auch alles um die Ecke. Hoffentlich sind wir nicht in die falsche Richtung geflogen. Werden wir gleich sehen. LTT 1598. Ja, wir sind in die richtige Richtung geflogen. Das scheint hier wirklich Blue Mafia Gebiet zu sein. Ja, daneben. Danke für nichts, ihr Bewohner eines Schuhkartons. Was für eine Schmach. Aber da müssen wir durch. Frameshift. Hi, hi, hi. E-Scan. Wow. Wie belebt. Naja, zumindest gesegnet von Himmelskörpern. 30 an der Zahl. Und Stückchen. Ja. Ist gut. Einfach gerade wegfliegen. Umso länger ich mich mit dem Stern mitdrehe, umso länger dauert das. Drosseln, Modus, 5, nichts hier, nichts und wieder nichts, 5, dann rüber, wechseln, schon mal losfliegen, wo haben wir denn hier den Squishy Port, Squishy, 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 oh, hier sind die ganzen Siedlungen noch mit dabei, ach guck mal, hier ist alles mit dabei, ich will nur das hier haben, mehr will ich gar nicht, so, Squishy Dog, Squishy Gateway, mit Super Cruise Assistent. Wo ist das Teil? 10.000. Oh mein Gott, das ist aber jetzt auch nicht so gut in Sachen Mission, ne? Alles andere als gut. Das habe ich jetzt ein bisschen überlesen, ne? Die Distanz zum Stern. Ich guck mal ganz kurz nebenbei. Na, gibt es da vielleicht doch noch eine andere Station, die näher dran ist am Stern? Hier kommt Covington Dock. Oh, auch 10.000 Lichtsekunden zum Stern. Weil die illegal sind, ne? Gibt es nur solche Stationen? Die fliege ich nicht an, die Raffinerien. Die wollen mich nicht. Wattport. Wie weit weg? Das sollten wir anfliegen. Das Wattport. Da fliegen wir jetzt hin. Wie weit im Allgemeinen? Da ist so ein Ding davor. 66 Lichtjahre. Vielleicht sind wir auch für diese Station in die richtige Richtung geflogen. Das müssen wir jetzt mal angehen. So. Das ist ENA YEX. Ja, alles cool, alles cool. Ideal für das schnelle Meistern von vielen, vielen Missionen. Gut, na dann wieder raus hier.
wie planlos ich hier noch rumgucken muss die ganze Zeit. Noch schlimmer als vorher. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Flupp. Hi, hi, hi. Einfach nur dran vorbeifliegen. Neun Himmelskörper. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Ein paar tausend Lichtsekunden wäre ich bereit zu fliegen für einen wassergefüllten Himmelskörper. Drosseln. Wechseln. Fünf. Hier ist nichts. Nothing. Weiter. Gib alles. Intergalaktischer Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Aber jetzt, komm schon, irgendein Wasserplanet. Treibstoff wird gesammelt. Dran vorbeifliegen. Mit Max Speed. Ja, haut alles hin, ne? Deaktiviert. Drosseln, gucken. Gucken. Nichts. Verflucht, aber ist okay. Ist okay. Wartport, wir kommen. Und flupp. Hochgeregelt. Und da ist das Teil auch schon. So, mit aktivierten Super Cruise Assistent. Trickmodus. Und den Trick. Geht doch. Hallo, du Schneeplanet. Sehr schön. Wow, was für ein Teil. Gibt's ja nicht. Reiter wechseln. 7-5 abwarten. Und hi. Hi, 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 da oben, ne? Da darf man reinfliegen. Wir dürfen, Mensch. Dass ich das doch erleben darf. 3-3. I understand. Langsam. Lieber die sichere Kurve fliegen. Alles cool, alles cool. Hoch, hoch, höher, 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 höher. Oh Gott. 33 da hinten. Cool. Fahrwerk ausgefahren. Danke. Nächstes Mal ohne Flugstabilisator. Genau. Das übe ich erstmal mit meiner Sidewinder. Zack. Okay. So, wir wollen hier Missionen spielen. Idealerweise Kampfmission, deswegen könnten wir wieder die ein oder andere Sammlerdrohne gut gebrauchen. Lackschäden können wir erstmal außen vor lassen. Wir nehmen unsere Standard, ja, neun Drohnen mit. Standard neun Drohnen mit. Und dann geht's zum schwarzen Brett. Oh, sie freut sich schon so, ne? Ist jetzt so ein Kind-Tattoo. Das sieht ja aus. Ist glaube ich, Geschmackssache. Und wir wollen nur Missionen für die Blue Mafia spielen. Wie ihr seht, wir sind schon freundlich gegenüber der Blue Mafia. Aber das reicht nicht. Vielleicht kommt das aber auch später irgendwo in der Mitte dann von freundlich. Werden wir sehen. So, ha, toll. Keine Kampfmission. Die gab es beim letzten Mal auch nicht. Zumindest nicht von vornherein. Was könnten wir denn stattdessen? Mars Support? Den Megaschiff-Datenlink infiltrieren? Na klar, das mache ich doch am liebsten. Solange es für euch ist. Aber, da können wir den Einfluss bei denen steigern. Aber weniger den Ruf. Aber ich glaube auch Ruf. Wir kriegen trotzdem ein bisschen Ruf. Wir machen das mal. Dann haben wir was zu tun. Und hier nochmal. Klar. Sicher. Müssen wir gucken. Vielleicht nehmen wir auch hier wieder den Ingenieurskram. Ein Filter bitte zurück. Ja, wir sind immer noch kategorisch bei der Blue Mafia. Operationen. Das ist für eine Gruppe. Support. Da ist nichts mehr über. Die haben wir schon ausgewählt gehabt. Transport. Nicht mit dem Schiff. Es sei denn, es wären Daten. Aber, oh Mann. Dafür haben wir doch keine Kreid. Aber da müssen wir jetzt durch. Das lohnt sich alles nicht. Kurierauftrag. Daten könnten wir transportieren, aber wir gucken mal lieber bei Freiberufler. Oh, das ist wieder unten auf dem Planeten, ne? K
keine rote. Um Gottes Willen, keine rote. Siedlung. Ja. Puh. Ich weiß so Pi mal Daumen, wie das ablaufen wird. Nicht so, das meine ich jetzt gar nicht. Wie die Mission an für sich abläuft oder ablaufen sollte. Ja. Wir nehmen sie mal an. Ja. Da müssen wir wieder relativ weit vom Zielort vorher aussteigen und das Schiff wegschicken, um auf Nummer sicher zu gehen. Es wird ihr nicht gefallen, wenn die Mission schief geht, glaube ich. Aber wir gehen das Risiko ein. Das ist nur so eine Mission. Uiuiuiuiuiui. Wir nehmen noch eine zweite an. Hier, das ist direkt um die Ecke, Mensch. Cool. Ja. Toi, toi, toi. Die ersten richtigen Missionen mit dem HOTAS. Ich sollte vorher noch die Steuerung des SRVs anpassen, damit wir auch ohne umzuschalten rückwärts fahren können. Nur beim SRV. Bei unserem Raumschiff sind wir ja bisher ohne, also weitgehend ohne Rückwärtsgang ausgekommen. Ich mach das mal eben. Da ist es ja. Beschleunigung. Nicht nur vorwärts, volle Spanne. Anwenden. Jupp. Wir machen aber erst die Mission mit dem, genau, mit den Großschiffen. Navigation, die Transaktion. Nein, Megaschiff infiltrieren. Sternenkarte. Hier rüber, genau. Flupp. Wieder raus. Kann ich das hiermit machen? Geht das? Das ist ja fantastisch. Und starten. Wir wollen. It's party time. Wie eh und je. Ich brauche einen Schluck. Das gibt mir die Kraft und Sicherheit, die ich so dringend nötig habe. Und go. Oh, da kommt einer. Ist das eine Kreid? Ich glaube schon, ne? Schickes Schiff, Kollege. Oder? Ne, irgendein anderes UFO. Weiß ich nicht. Kann ich nur nicht von außen so gut erkennen. Aber da habe ich generell Probleme. Automarken und so von außen. Ja, das geht, wenn ich vorne die Haube sehe. Aber ansonsten habe ich da so meine Schwierigkeiten. Fahrwerk! Wir sind weg! Und tschüssi. Naja, nach der Massesperre halt. Frameshift. Und erstmal umgucken natürlich. Sind wir noch im richtigen Loadout? Nein, sind wir nicht. Wo ist mein E-Scanner? Dankeschön. Ui. Uiuiuiuiuiui. Ich glaube, wir müssen sowieso scannen, oder? Damit wir das Großschiff finden. Wie hieß das? Das ist manchmal sehr hilfreich, wenn man den Namen kennt. Wir gucken gleich nochmal in der Missionsbeschreibung nach. Reiter wechseln. Ich habe das erst... ja, perfekt. Das Ding heißt... TOU-024 Alcatraz. Das ist in diesem System, ne? Nein. Falsche Mission ausgewählt. Dieses System, das Ding suchen wir. Wir suchen die Butz. Die Butz 435. Gut, also sie ist noch nicht eingezeichnet, oder? Navigation, Butz. Wäre sie hier schon aufgeführt oder muss ich hier noch die Carrier auswählen? Butz, Fragezeichen. Butz, 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 Butz. Nicht, dass ich die Kategorie gerade gar nicht... Ist es das Ding? 435, das ist es, ne? Cool. Aber erstmal wollen wir gucken. Ich kann sie... Nee, ich markiere sie noch nicht. Ich will erstmal mit dem VSS ein bisschen was abchecken. Modus wechselt. VSS. Ui! Genau das meinte ich. Leicht verdiente Kohle. Hier drüben irgendwo. Nee, dann brauche ich ja vorsichtig. Jetzt nicht verklicken. Systemkarte. Raus aus dem VSS. Systemkarte. Geil. Sehr schön. Nehmen wir. Haben wir noch nicht erfasst. Erstmal rüber. Raus hier wieder. Wechsel. Losfliegen. Umdrehen. Geht schneller. Wow, stopp. Hey.
Ist er wirklich direkt hier? Loadout wechseln. Langsamer, langsamer. Ich kann das noch nicht so hundertprozentig einschätzen, wo hier, naja, 75% sind, beziehungsweise die richtige Geschwindigkeit, um so einen Planeten anzufliegen. Deswegen habe ich ja auch noch diesen Modus, wo ich noch auf 75% schalten kann. 75% habe ich gemacht. Okay. Klasse. Und raus mit den Drohnen. Eine rauf, eine rechts, eine links. Oben, unten. Und eine vor Fehler. Wie konnte ich nochmal die Rückseite angucken? Ach so, Mausrädchen klicken. Cool. Sollte hinhauen. Wir bräuchten ja eigentlich gar nicht warten, ne? Also hier raus. Ansicht verlassen. B. Oh, ich muss die Dead Zone neu einstellen. Ich glaube schon, ne? Darum zieht das hier so ein bisschen nach. Mache ich gleich. Aber erstmal muss ich jetzt hier diesen Modus beenden. Mit B, natürlich. Womit sonst? Systemkarte. Und dann hier rüber, ne? Ist alles richtig. Jupp, noch nicht erfasst. Klasse, raus. Rüberfliegen. Alles um die Ecke hier. Scannen. Nö, hier ist nichts. Und Drohnen-Action bitte. Flup, flup, flup. Ein paar leicht verdiente Millionchen, da sag ich nicht nein. Und hier noch. Da fliegen sie wieder. In alle Himmelsrichtungen. Das sieht irgendwie sehr cool aus. Ich konnte das am Anfang, als ich mit Elite angefangen hatte, überhaupt null einschätzen, was das hier ist. Es sah so ein bisschen nach UFOs aus. Cool, B wieder, ne? B raus. Und wir können jetzt zum Schiff rüber. Also müssen wir hier hin. Kontakte. Und das Ding hieß Butz irgendwas. 400. Schlag mich tot. Wo ist die Butz? Hier. Napta Class Tanker. Wo ist das Teil? Wow, 9000 Lichtsekunden. Na gut. Dann bis gleich. Volle Konzentration, es geht los. Flugmodus. Napta Class Tanker. Im Prinzip können wir hier durch sein. Bevor hier die Action losgeht. Denn die wird hier losgehen. Datenlinkscanner ist die zweite Feuertaste. Okay. Ja, wissen wir. Ja. Klick. Kurz abbremsen. Rüber. Weiter wechseln. Stopp. Nicht so schnell, Mensch. Nicht so schnell. Wo ist euer Datenport? Oft unten, ne? Aber nicht immer. Da, das Ding muss ich auf 200 Meter scannen. Mehr nicht! Also am meisten hat mir die Folge in Bezug auf solche Missionen gefallen, wo ich einfach angefangen habe zu schießen. Das war toll. Stopp! Wow! Wir stehen, ne? Wir stehen. Nicht gut. Sehr eng hier. Sehr eng. Wo ist das Teil? Welche Taste? Links. Oh, hier wird gleich gekämpft. Cool. Mehr ist es nicht. Mehr ist es wirklich nicht. Und wo darf ich jetzt schießen? Wir könnten doch eigentlich mitmachen, ne? Bei dem Gefecht hier. Sind das schlimme Gegner? Weiß ich nicht. Sind hier irgendwelche gesuchten Gegner? Nicht, dass ich es jetzt vergeige. Wir dürfen halt nur nicht die Sicherheitskräfte anschießen. Wo sind sie? Johann Corilos.
Bist du gesucht? Experte. Aber der... Naja, der hat einen Trupp, ne? Oder? Gibt's ja ein paar einfache Gegner vielleicht? Der ist hinter uns. Experte. Das sind alles Experten. Deswegen machen die das hier, ne? Die erhoffen sich den großen Coup hier, wenn sie das Megaschiff übernehmen oder zerstören. Vielleicht hat das ja eine politische Dimension. Experte sauber. Achso, das ist Sicherheitsdienst, alles klar. Föderales Flottenraumschiff. Die darf ich auch nicht anschießen, ne? Los, nicht die Falschen anschießen. Abdul, tödlich. Nein, den greife ich nicht an. Schön, dass sie sich jetzt noch nicht so auf mich bezogen haben. Ich lasse es lieber, okay? Ich lasse es lieber, oder? Wo ist der Gesuchte? Aber dann greifen mich alle an, ne? Aber unten links steht nichts von einer Gruppe. Das habt ihr mir ja schon mal in die Kommentare geschrieben. Dass man das sehen würde, wenn sie eine Gruppe haben. Aber das ist schon eine Gruppe. Nee, die würden mich alle angreifen. Nee, das ist keine gute Idee. Auch wenn wir hier noch ein paar andere Kollegen mit am Start haben. Wir wollen eigentlich nur noch weiter. Puh, der Thrill ist einfach zu viel für mich. Navigation, Transaktion. Das ist abgeschlossen. Wir wollen das nächste Megaschiff anfliegen. Sternenkarte. Hier soll es hingehen. Hier geht es auch hin. Wieder raus. Und hier auch weg. Ausrichten. Boosten. Dafür ist der Boost da. Und... Och, jetzt könnten wir uns schon einmischen. Wir lassen's. Ach ja, Entschuldigung. Wie immer. Wie immer. Das Schiff hat es immer noch nicht automatisch gelernt, die Aushängungen einzufahren. Na? Ist der Frameshift wieder mit Energie versorgt? Jetzt, so. Alles klar. Frameshift. Was? Ein Schweifboost? Ich glaube, das Ding habe ich mit dem Hotas noch nicht gemacht. Wir sind sowas von tot. Vorsichtig. Nicht so schnell, nicht so schnell. Müssen wir den machen? Oh Gott, das war ja sowas von klar. Okay. Na, dann warten wir mal ganz kurz die Cooldown-Phase ab. Super Cruise, Aufladung, Klappe die zweite in den ganz blassen blauen Bereich des Schweifs. Ja, die Hitze, ich weiß. Ich weiß. Come on, Mann. Jawohl. Wir wollen auch nur aufladen. Mehr nicht. Mehr nicht. Frameshift. Er hat's wieder gesagt. Cool. Frameshift. Fracht wird abgeworfen. Warum? Warum hat er die Fracht abgeworfen? Ehrlich? Habe ich aus Versehen eine Taste belegt für das Frachtabwerfen? Nein. Es lag wahrscheinlich... Ach so, weil mein Modul im Eimer ist, ne? Richtig. Langsamer, langsamer. Ich glaube ja. Ich glaube, nee, stopp, Frachtluke. Ja, tatsächlich, 76%. Das ist ja crazy. Aber jetzt wissen wir, dass sowas passiert. Gut, E-Scanner. Gibt's dir was Schönes? Zum Mitnehmen vielleicht. Modus wechseln, T5. Naffeln, wieder raus. Fliegen. Intergalaktischer Supersprung, aber den hätten wir uns total sparen können. Denn 10 Lichtjahre, die können wir auch ohne die Aufladung fliegen, aber zumindest bekommen wir jetzt ein bisschen mehr Routine, was das Aufladen mit dem Hotas angeht. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Synthwave-Sonne. Ist hier viel los? Nee, ne? Bei den Synthwave-Sonnen war immer wenig los. Ich muss mich korrigieren. Offensichtlich ist nicht bei allen Synthwave-Sonnen wenig los. Wegfliegen. Honken haben wir gemacht. T5. Nothing. Okay, und jetzt brauchen wir nochmal den Namen. Den Namen von dem Cargo-Dingens. Es ist To24 Alcatraz. Okay.
Navigation, Reiter wechseln. Oh, da ist er, da ist er. Und den Assistenten aktivieren. Wir können. Easy peasy. Das sollte uns hier nicht vor größere Probleme stellen.